Moin, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der NetMatchMap. Zusammen mit meiner Frau. Hi. Gegen McManus. Hallöchen. Und den Friesi. Hallo. Ja, alle sind sehr fleißig, mehr oder weniger zumindest. Also wir sind fleißig, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Aber wir haben gerade den Grill angemacht. Ja, wir haben mal ein bisschen mal eine Auszeit gönnen, einfach mal. Ja, man kann ja nicht mehr ausholen lassen, ist die Devise. Ich versuche mich gerade noch mal mit dem Schlüter am Gras mähen und muss feststellen, es ist kein Spaß. Ich wusste gar nicht, dass der Schlüter so schwach ist. Eigentlich hat er ein paar PS und so viel PS braucht neben die Werke, dachte ich gar nicht. Man kann diese aber nicht hier Butterfly-mäßig aneinander koppeln, ne? Weil irgendjemand hatte mir in die Kommentare geschrieben, man könnte diese Nähwerke, die wir nutzen, auch welches das? Butterfly, du meinst das, was mit die Schwadablage automatisch hat? Ja, das geht nicht, ne? Ich erzähle es dir für Tausender. Dass es nicht funktioniert, erzählst du für ein Tausender? Nein, das geht. Find's raus. Überweis ein Tausender und ich sag dir, ob's geht oder nicht. Und wenn's geht, wie's geht. Dann gibt's da einen komischen Trick wahrscheinlich. Dann muss ich mir überlegen. Tausend ist echt viel Geld. Die Frau geht nicht so frei. Tausend ist ja nicht viel Geld. Komm, man muss auch mal ein bisschen spielen. Ja. Wie im Casino ist das. Ein läppiger Tausender. Für so einen geilen Tipp. Also der Tausender würde auch viel Geld sparen. Du kriegst deine hintere Dings frei, ne? Was übereinander packen? Ja, ich meine, gut, der Traktor schafft das so schon nicht. Jetzt stellt man sich vor, man packt da noch ein anderes Anbaugerät hinten drin. Überlege ich mir nochmal. Aber ich dachte, also mit diesem normalen geht das, aber mit dem Mod, dachte ich, geht's nicht. Zumindest nicht auf die gleiche Art und Weise. Mal gucken. Aber das jetzt zu testen, würde wahrscheinlich eine ganze Folge dauern. Deswegen Tausender auszugeben. Nein! Spart viel Geld. Wir haben Besseres vor. Tausender kriege ich nicht frei. Tausender ist da easy, oder? Folge werden wir machen, nicht, dass wir noch einen weiteren Traktor versenken. Da höre ich immer die Leute, gibt es hier noch physische Marsch auch ohne Gräben? Wann kommt denn die Version ohne Gräben? Du recht. Kennt ja jeder, ne? Jeder hing schon mal am Graben, glaube ich, irgendwo fest. Auf der NF? Oh ja. Ja, mehrmals. Spätestens beim Wasser holen. Kannst gleich das Nützliche verbinden, ne? Also. Wie sehe ich, muss leider im Westen rüber. Uiuiui, Tino. Im Bananennetz. Die haben einen Verkaufsträger. Einen Verkaufsträger, ja. Wollen wir schnell was reinsteigen, ne? Unseren Verkaufsträger haben die. Okay. Wir wollen irgendwas verkaufen. Bei uns. Wahrscheinlich ist der Preis bei uns besser. Und ich glaube, könnt ihr mir vorstellen, wofür. Check mal die Preise hier. Guck mal, ja. Kann mich wieder Kaffee gewinnen? Ja, oh Gott. Ah, viel Geld, was er jetzt verdient. Alter. Was eigentlich macht, wie voll ist er denn hinter dir? Hast du ihn überhaupt noch mit? Ja. Okay. Wie sie, mach mal kurz Auszeit. Ja. Ja, da musst du aufpassen. Wie sie? Ja. Alter, ich habe jetzt alle Mehlpaletten auf den Anhänger gepresst. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Mehlpaletten sind auf dem Anhänger zweietagig. Auf einer Mehlpalette sind 5000 Liter und wir kriegen 3000 Euro pro 1000 Liter. Boah, Verkauf, ey. Also wenn das jetzt aufgeht, dann müssten wir für eine Palette 15.000 bekommen. Boah, Tino, ich sehe die Geldscheine schon. Also das wären jetzt, also theoretisch müssen wir knapp 200.000 machen damit. Warte mal, dann. 10 Paletten müssten 150. 180, 2, 4, 6, 8. Ey, das müssten 200.000 sein, Alter. Dann, Ey, das wäre ja Legend, ey. Ey, was gönnen wir uns denn dann? Na, auf jeden Fall den Autostack. Oh ja, den auf jeden Fall. Ich bin beim Wickel übrigens komplett fertig. Hier jetzt nochmal das andere gegrubberte Feld schnell düngen. Na, warte mal, wenn du fertig bist, dann düngen wir das gegrubberte Feld, das ist richtig. Aktiviere aber mal den Helfer, dass der das nächste Feld grubbert. Das klappt bei mir nicht, der fährt nur im Kreis bei mir immer. Wie? Ah.
Du musst ein Vorgewende fahren. Du musst ein Vorgewende fahren. Ja, ich fahr ein Vorgewende und dann. Fahr ein Vorgewende und dann den Helfer aktivieren und fahr den Deutz bitte zum Händler. Deutz? Ja, den kleinen Deutz. Wenn du fix das kleine Feld gedüngt hast, fahr bitte dem Deutz zum Händler, dass er den Anhänger fix rüberziehen kann. Ja. Weil ich habe ja einen Anhänger dran, ich kann den nicht mitbringen. Ach so, ja, klar. Und ich muss jetzt bis rüber in den Westen fahren, aber der Preis ist es mir wert. Weil das Problem ist, wir müssen, bevor wir schnell spulen, müssen wir die Felder bestellen, Alter. Und es ist schon 14 Uhr. Das stimmt, ja. Also wir müssen unbedingt die Saat draufbringen. Und wir haben leider nur einen Traktor, der Grubbern uns sehen kann. Ja. Ich weiß nicht, ob der MB-Traktor den Grubber gezogen kriegen würde. Vielleicht mit Glück geht's. Müssen wir ausprobieren. Den brauchen wir jetzt erstmal gerade nicht mehr. Aber wie gesagt, mit dem fahre ich gerade die Mehlpaletten weg. Alter, ich muss übelst pullern, ey. Ich auch. Ich hab ich puller gleich 3, 2, 1, ich denke, nein, ich muss auf Klo. Ich muss echt pullern, ey. Nach der Folge muss ich krass pullern. Ja, ich aber auch. Gut, na dann hol die mal wieder rein hier. Ja, ich auch. Und voll um die arbeiten können. Hallo. Hallo. Also ich will ja nichts sagen, gell? Aber liebe Zuschauer, ich glaube, diese Folge lohnt sich richtig, bei uns mal reinzuschauen. Oh, Entschuldigung. Ich sehe immer mal so Anwandlung. Das war nicht. Also es könnte sich schon... Kaffeeklatsch. Es könnte sich extremst lohnen, ja. Ich glaube, da wird etwas Legendäres passieren bei uns. Erstmal gucken wir, wie er hier gerade... Wir fahren in den Westen, ne? Ey, geh weg da vorne! Das ist legendär. Du brauchst hier gar nicht angeschnudeldiedeldudel kommen. Kreis euch die Paletten runter. Wäre eine Fahrt. Sabotage eher. Das sind aber echt coole Paletten. Legendär. Da lohnt sich auf jeden Fall zu schauen, wie viel Geld bringt das wohl. 200.000, 150.000, alter Schwede. Warte, gleich. Übertreib es doch einfach. Warte, gleich. Du bist ja auch so lange zu verkaufen. Das dauert lange, die zu verkaufen? Paletten, bevor die alle abgeladen sind, die sind ja nicht zack, auf einmal ist das Geld da, ne? Die fallen gleich einfach so vom Hänger runter. Kannst du sie da stehen lassen oder musst du wieder abladen? Ich kann auch den Anhänger dann ankoppeln und zur Seite schieben, oder? Aus dem Verkaufsträger raus. Ich habe einen Frontlader dran. Ich nehme den Anhänger an der Seite, kipp den um und dann liegen die Paletten im Trigger. So einfach ist das. Das kann man auch machen. Das ist kein UL, bitte, ne? Also man muss schon schauen, wo man bleibt. Ja, wir müssen improvisieren. Wie gesagt, ein paar Tricks können wir euch ja verraten, aber das war jetzt auch der letzte kostenlose. Also mit dem Mähwerk, das Angebot steht, aber nur diese Folge, ne? Mit dem Tausender. Nee, das ist mir zu teuer. Ich habe auch unter Diverses keinen alternativen Wickler gefunden. Was? Hier ist XP. Nein, der Ballentechnik oder so. Jetzt auf Diverses und dann das vorletzte. Von Krone ist das. An der Mods. Bitte? Bei mir gibt's nichts von Krone. Ja, guck doch mal richtig, das ist vorletzte. Krone Ballenwickler, 2 stackig. Nicht unter Diverses, unter der Ballentechnik. Nee, unter Diverses. Bei mir nicht. Dann guck noch mal unter Ballentechnik, aber bei mir steht es unter Diverses. Mensch, die Krone Ultima, Mann. Die wickelt und presst alles gleichzeitig und vollautomatisch. Ah, das weiß ich. Ja. Nein, Tino, mach ich doch gar nicht. Warte mal, was meinst du jetzt? Doppel-Ballenwickler mit 2 Ladestationen. Ach so, ja. Psst. Über Diverses. Psst. Das ist aber mir trotzdem nicht bei Diverses, komisch. Ja, warte, dann muss ich selber mal gucken. Vielleicht haben wir die nämlich gar nicht drauf. Nee, Diverses ist er nicht. Haben wir hier gar nicht, dann wahrscheinlich, oder? Muss mal suchen. Irgendwo in den Mods muss er drin sein. Das kostet nur Zeit. Ach, ich will dich gar nicht machen, guck mal. Ich hab'n. Echt? Ja. Für Tausender verraten wir's. Also, manchmal lohnt sich's, ein Tausender zu investieren, es ist wirklich so. Wenn du 2 investierst, kriegst du 2 gute Tipps, also... Ja, es war ja zumindest schon mal ein Tipp, dass ihr gesagt habt, die Marke. Kann ich nicht nach Marke sortieren? Ja, kannst du auch, mach mal. Kannst natürlich noch die halbe Folge suchen oder schiebst einfach mal ein Tausender her.
Pass auf, ein Tausender. Ist und du für, so nötig eigentlich. Pass auf, für ein Tausender. Wir machen alles für Geld. Ein Tausender für. Für Geld wickeln wir kleine Babys. Ja. Pass auf, ein Tausender für beide Tipps. Was hältst du davon? Beide Tipps. Welches es gibt und wo sie die gibt? Nein. Nee, welches es gibt und wie du die Dings zusammenmachst. Tausende für beide Tipps. Ich nutze das Teil auch selber nicht. Ich kann es dir sagen, pass auf, es funktioniert und ich sag dir wie. Und ich sag dir was, der Wickel bla und so weiter, wo wir es gerade von haben. Und dann tust du jetzt einfach mal ein Tausi her. Nein, einfach kostenlos. Oh, nein, kostenlos ist leider nichts zu haben. Komm, so machen wir das. Einfach mal kostenlos. Na gut, warte, lass mich kurz überlegen. Nö. Du hast viel zu lange überlegt. Ein Tausi? Nein. Du kannst auch handeln, du kannst. Für beide Tipps. Aber guck mal, dein Männel, der hätte schon längst den Tausi her. Und du hättest es schon lange sagen können. Wir haben theoretisch einen ganz beruhigenden Kontostand. Hätte, Fahrradkette. Ihr habt einen beruhigenden Kontostand? Ja, ihr dann, nicht. Dann ist da für ein Tausender alles gegessen. Dann her damit. Nein. Ja. Du bist gerade bei unserem Lidl. Das darf man nicht so gut heißen. Auf was spart ihr, wenn ihr so viel Geld auf dem Konto habt? Wer spart, der hat. Wir brauchen noch bald einen ordentlichen Traktor. Wir haben etwas Legendär. Nein, du musst das schon Barney Stinson-like sagen. Warte. Gleich. Der. Kennst du Barney Stinson? Nee. Ja. How I Met Your Mother? Pro7 rauf und runter. Oh, da guck ich mich. Ich hab's früher mal geschaut, jetzt ja mittlerweile auch nicht mehr. Jetzt läuft es auch, glaube ich, gar nicht mehr, oder? Oh. Aber mit Your Mother gab's jetzt eine Staffel? Ich hab den Barney Stinson mal so krass gefeiert. Ich hab hier das Playbook von dem. Ich bin erfahren, dass das schwul ist. Ach Gott, echt? Ich hab das Playbook von dem hier, das hat meine Frau mir mal zu Weihnachten geschenkt. Und ich hab die ganze Staffel auf Blu-ray von How I Met Your Mother. Und den gibt's auch nicht gut, oder? Aber für sie? Ja. Der Helfer funktioniert jetzt. Ja, ich hab's gerade alles eingestellt. Ich bin stolz auf dich. Wenn wir im Osten mal vorbeigucken. Na. Wir wissen ja nur hier immer. Wir dürfen ja rüber. Lol. Fangt ihr auch noch an, ne? Jetzt mal ohne Mist. Boah, der war schlecht. Es ist ja wohl eine bodenlose Frechheit hier. Der ist gut. Also dafür haben wir eine Folge zwei Helfer. Oh. Gibt's ja wohl nicht, ey. Ja, ihr müsst den nicht immer so ein Futter hier vor die Füße werfen. Sehr gut. Steht da am Käfig nicht füttern bei dem. Jetzt mal ernsthaft. Mann, ey. Der ist geil. Nein, der ist geil. Aber wieder ein Ossi-Witz gemacht. Ja gut, auf jeden Fall. Ja. Unglaublich. Das ist ja Diskriminierung, Mobbing auf ganz hohem Niveau hier schon wieder. So machen wir den Gegner mürbe. Ihr macht alles, aber nicht den Gegner mürbe. Wir machen hier die psychologische Kriegsführung, ja? So, aber wir werden euch sehr, sehr bald zu unserem Hof auf einen Kaffee einladen. Ja. Ist jetzt Real Talk, also kein Mist. Wir möchten euch gerne... Wir sind schon am Kaffee kochen. Ja, könnt ihr ja machen, aber wir wollen euch gerne als Gäste zu uns auf dem Hof einladen, zu Kaffee und Kuchen. Wenn ihr möchtet, natürlich nur. Nächste Woche oder wie? Ey, mal schauen, ja, wahrscheinlich. Morgen könntet ihr dann zu uns kommen. Okay, warum? Nur mal so. Danke nur, legendär. Bleibt alles an mir hängen, ne? Übertreibst du nicht, junges Fräulein, ja? So. So, Küsi? Ja. So. Ich hab gebucht. Wir denn eigentlich noch einen User? Ey, leck mich am Arsch. Kino? Ja. Geh mal shoppen, du Shopping Queen. Gibt's. Ja, ey, schon alles Geld. Da. 15.000 pro Palette irgendwie, ne? Weiß nicht. Aber für einen Tausender? Gedrückt. Aber der Verkauf ist auch noch nicht durch, oder hast du jetzt ein Stückweise verkauft? Nee, der ist durch. So schnell? Naja, ein Sack nach dem anderen weggeradert.
Aber selber, wenn du willst, kann ich dir für 500 verraten, wie man schneller verkauft. Können wir eine Auszeit nehmen? Nee, wir hatten. Hatten wir schon? Ja. Scheiße. Ja, dann gehen wir noch mal kurz. Wir haben auch noch einen Plan. Das ist sehr fair. Das rechnen wir euch hoch an. 500. Dafür verraten wir dir gleich einen Tipp. Ich glaube, wir verwirren die richtig damit, Alter. Ohne Mist, ne? Mit den Tipps und ihr alles. Ich glaube, das macht den richtig, das ärgert ihn, dass er das nicht weiß. Aber das ist gut, ey. Wir müssen das so weitermachen, auf jeden Fall. Das ist unsere Folge, die Show. Ich mache das, glaube ich, in jeder dritten Folge mit dir, ey. Unglaublich, ey. Unglaublich. Unglaublich. Also, ich sag mal, wir ergänzen uns gut, was das betrifft. Alles, was wir in Gamsen gegen uns verwenden, verwenden wir hier gegen die anderen. Und das ist natürlich doppelt so viel Scheiße, ne? Das ist natürlich mal ganz klar. Ich bräuchte mal 100, den Deutz hier. Ja, ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Sollen wir Schweine holen? Naja, Autostack. Ja, den mal. Auf jeden Fall, den auf jeden Fall. Ja, der kostet aber auch 70, ne? Ja gut, aber dann hast du immer noch 100.000. Und bei der nächsten Ernte, dann haben wir Schweine und die nächste Ernte Stroh haben wir direkt durch. Bam, 2 Pokale auf unsere Seite. Was kostet dein Schwein? Ach scheiße, wir haben eine Low Anyways, pass ich nicht drauf. Ich glaube 300k brauchen wir für die Schweine. 300k? Ja, ich glaube 3000 pro Sau. Ich kann aber gleich mal gucken. Und wir haben keinen Viehtransport. Aber wir haben noch eine ganze Menge Ballen. Das haben wir auch noch, ja. Die bringen auch nochmal richtig Kohle gleich. Boah, Alter, wir haben den Autostack noch 145.000, ich geh so krachen. Bei 8 Kühen ist bestanden, ne? Wie viel? Bei 8 ist bestanden, ne? Ja. Hier sind noch 6. Naja, abwarten. Die 500k Stroh kriegen wir nicht zusammen, glaube ich nicht. Also, dass wir die von den Feldern kriegen, bezweifle ich. Glaube ich aber. Okay. Wir haben jetzt schon 60.000 auf dem Feld und ich hatte das andere Feld habe ich komplett verkauft und da habe ich nur 2 Anhänger von runtergeholt. Okay. Ja, dann davon habe ich auch verkauft. Ich glaube, das kriegen wir schnell zusammen. Boah, ich muss pinkeln, ohne Scheiße. Ich bin auch gleich eine, ey, ohne Mist. Ich überlege, ob ich einfach laufen lasse, so spannend. Und weckt dann meine Frau, dass es wegmacht. Ja. Scheiße, eine Windel wäre jetzt geil. Aber ohne Mist, ich habe dir den Palettenanhänger da stehen lassen, weil der kleiner und leichter ist. Ja. Und mach da Weile schon mal einsammeln. Ja. Aber wir müssen, Alter, es ist 15.18 Uhr, wir müssen das Korn in das Feld pressen. Wohl wahr. Das eine Feld kann auf jeden Fall jetzt schon angesät werden. Mit der Sämaschine hat es dann auch direkt die dritte Düngerstufe fertig. Ich glaube, der Deutz müsste den Autostack mit Ach und Krach schaffen. Dann machen wir das mit dem. Ja. Das macht ihr Schönes. Und der andere müsste eigentlich dann das, was der Jesse B gerade macht, also eigentlich gerade so mit Ach und Krach schaffen. Ja. Und dann könnte der Jesse B die Hauptarbeit übernehmen. Boah, scheiße, sind wir gut! Oh, ihr seid ja wieder da. Und, wie war eure Besprechung? Ja, gut. Wir sind noch viel besser. Was brauchst du? Wir haben keine Wahl. Wart ihr euch schon am überlegen, was für eine Bestrafung ihr auf euch nehmen müsst, oder was? Ja. Es wird auf jeden Fall hart. Da müssen wir auch mal drüber reden. Was muss der Verlierer überhaupt machen? Eine gute Frage. Habt ihr denn mal so ein... Gedanke daran gemacht oder so, was eventuell der Verlierer machen könnte, müsste? Ja, ich habe eine richtig geile Idee, Fett. Oh, erzähl mal. Wenn ihr verliert, dann machst du und deine Frau eine exklusive Freezy und Manus Map, wo eine goldene Statue von uns zwei mitten auf dem Marktplatz steht. Meine bitte nackt. Nein. Wer modelliert die denn? Ich könnte euch da was zukommen lassen. Gibt schon, ne? Ja, und wenn wir verlieren, kriegt ihr von uns einen Glückwunsch. Oh, das ist ja auch fast fair. Fast fair, das ist auch geil. Fisi, kannst du direkt dann auf die 3 kommen? Ja. Hey, was ist da denn los? Hatten wir das eigentlich schon die Zuschauer gefragt? Weil ich bin ganz ehrlich, bei mir ist bei diesem Projekt kommentarmäßig irgendwie Flaute. Okay. Ja, gut, also ich habe tatsächlich, glaube ich, auch nichts darüber gelesen. Was
sich die Zuschauer wünschen, was der Verlierer machen sollte. Na dann aber jetzt mal rein in die Kommentare. Jetzt mal richtig Vollgas in die Kommentare. Was wären denn so realistische Vorschläge, was der Feed und seine Frau, wenn sie Verlierer machen könnten, und im Gegenzug natürlich, muss ja passend dazu sein, was Physi und ich machen sollen. Ja. Das wäre eine feine Sache. Und dann würde ich sagen, könnt ihr das in die Kommentare reinhauen? Ich weiß gar nicht, ich war dran, oder? Du warst dran. Tatsächlich schon wieder 20 Minuten rum, liebe Zuschauer. Die Zeit, die rennt, man merkt es gar nicht. Wir haben ein bisschen Mehlverkauf heute gesehen. Wir haben noch ein paar Silageballen gemacht. Und dann so ein bisschen Geld für meinen Traktor. Ach, auch? Wir nebenbei, siehst du? Doch, nix ja nix. Irgendwie müssen wir hier über die Runden kommen. Aber es wird auch bald Abwechslung geben, liebe Zuschauer. Denn unser Feld ist schon mal zur Hälfte erntereif. Leider nur zur Hälfte, weil wir unterschiedliche Wachstumsstufen haben. Aber mal gucken, morgen werden wir vielleicht wieder in den Drescher schwingen und schon mal anfangen, den erntereifen Kram da weg zu dreschen. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaltet auch bei den anderen gerne mal rein und guckt, was die da immer aushecken in ihren Auszeiten. Ist ja immer ganz spannend. Und dann freuen wir uns auch, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Bis dann und tschüss. Tschüss.